Was bedeutet Digitalisierung? Digitalisierung ist im Grunde genommen ein laufender Prozess der Technisierung der Medizin. Wir beschäftigen uns mit Big Data, mit Mobile Health, mit künstlicher Intelligenz und mit Robotics und Robotersystemen. Das ist die eine Seite, die enorme Technisierung. Und demgegenüber, quasi als Antipode, steht jetzt die Frage, wie muss sich der Mensch, wie muss der Arzt sich auf dieses geänderte Rollenbild einstellen? Der Arzt ist die natürliche Institution, die natürliche Autorität mit der technisierten Welt und dem Big Data auch sinnvoll umzugehen. Und deshalb brauchen wir eine moderne Ausbildung für den Arzt. Er muss sich mit den ganzen informationsgesellschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Wir brauchen aber auch den empathischen Arzt, der den Menschen hinter der Krankheit erkennt und der sich um das ganze Wohl des Körpers kümmert und nicht nur um einen Organersatz. Der Arzt wird in dem Dschungel der Digitaldaten heute immer mehr zu einem wichtigen Lotsen für den Patienten. In der Menge der Veränderungen, die auf ihn einströmen, die aus dem Netz an Informationen kommen, das kann der Patient alleine gar nicht mehr überblicken. Dazu braucht er im Grunde genommen den Arzt als Lotsen. Und deshalb ändert sich das Rollenbild. Der Arzt muss sich in der Weiterbildung mehr mit den digitalen Bestandteilen beschäftigen. Ja, der Arzt wird nicht durch künstliche Intelligenz ersetzt, sondern wird unterstützt. Ja, die Technisierung darf kein Selbstbild oder Selbstzweck sein, sondern sie muss Hilfestellung geben, um eine optimale Medizin zu gewährleisten, im Interesse und zum Wohle der Patienten.